Hallo zusammen, heute werden wir etwas nostalgisch und schauen uns eine Tastatur aus den 90ern an. Die Tastatur besitze ich schon eine ganze Weile, weiß aber nicht mehr, ob sie mit einem Computer zusammengeliefert wurde oder ob ich sie sonst so hergekriegt habe. Allzu lange hatte ich sie wohl nicht in Betrieb. Nicht, weil sie nicht gut gewesen wäre, nein, dies hat wohl mehr mit dem Anschluss zu tun. Die Tastatur hat nämlich noch einen fünfpoligen DIN-Anschluss. Und da Computer Ende der 90er praktisch nur noch mit einem PS2-Anschluss oder mit dem neuartigen USB-Anschluss ausgeliefert wurden, habe ich die Tastatur wohl irgendwann mal eingemottet. Voilà, eine Keytronic-Tastatur der Serie E03600. Die genaue Bezeichnung hier lautet E03623ELSGF-C. Im Netz findet man dieses Keyboard am ehesten unter der Bezeichnung Keytronic ErgoForce. In meinem Fall handelt es sich jedoch nicht um ein ErgoForce-Modell. Noch kurz zur Erklärung. Bei einem Keytronic ErgoForce hätte es verschiedene Tastenzonen, welche mit unterschiedlichen Gewichten belastet werden müssen. Zum Beispiel würde es für Tasten, welche mit den kleinen Fingern betätigt werden, nur einen Druck von 35 Gramm benötigen, für Zeigefingertasten 45 Gramm. Die Numlock oder die Leertaste müssten hingegen mit einem Gewicht von 80 Gramm gedrückt werden. Aber eben, hier handelt es sich nicht um eine ErgoForce. Hier müssen alle Tasten mit ca. 70 Gramm belastet werden. Die Tastatur ist ein ziemlicher Brocken. Das Gewicht beträgt zwar nur ungefähr 1 Kilogramm, die Maße betragen jedoch 47 auf 21 cm. Wenn man die Füße aufstellt, ist die Tastatur hinten gute 6 cm hoch. Die ganze Tastatur besteht aus Kunststoff. Das mag nach einer billigen Tastatur klingen, das ist sie aber nicht. Oder sie gleicht es zumindest mit einem hervorragenden Tippgefühl wieder aus. Obwohl es sich um Rubberdome-Tasten handelt, ist das Tippgefühl ziemlich taktil. Wenn man die Tasten nach unten drückt, ist nach einem Drittel des Weges ein ganz klarer Bump zu spüren. Hier noch eine akustische Kostprobe. Verbaut sind hier sogenannte Langhals-Keycaps. Wie der offizielle Name dafür ist, keine Ahnung. Diese stecken in Longdrink-Hülsen, wo sie schlussendlich dann auf die Rubberdomes treffen. Ich habe die Tastatur mal auseinandergenommen, um zu schauen, wie es innen aussieht. Das Auseinanderbauen ging einfach und ohne Werkzeug. Das ist alles nur geklippt. Die Leiterplatine und die Rubberdome-Matte liegen unterhalb einer Plastikplatte. Hier ist also keine Metallplatte verbaut, was sich wiederum positiv auf das Gesamtgewicht der Tastatur auswirkt. Wer sich fragt, wie alt die Tastatur ist, hier ist die Antwort. Ohne Adapter geht bei dieser Tastatur natürlich nichts mehr. Für den Betrieb an einem modernen Gerät benötigt man einen Adapter von DIN auf PS2 und von PS2 auf USB. Ist die Tastatur empfehlenswert? Unbedingt! Für Schreibenthusiasten, welche auf Vintage-Tastaturen stehen, kann ich das Teil voll empfehlen. Mit einer mechanischen Mittelklasse-Tastatur kann das Keyboard locker mithalten. Der Tastenhub ist lang, gute 4 bis 4,5 mm. Fürs Gamen also eher weniger geeignet. Wer aber noch das Schreiben auf Schreibmaschinen gewöhnt ist oder gerne mit etwas mehr Schmackes in die Tasten haut, kommt hier voll auf seine Kosten. Bei mir ist das Keyboard auf jeden Fall in einer Heavy Rotation. Das heißt, es kommt sicher alle 2 Monate mal auf den Tisch. Mein Fazit also, 2 Thumbs up!